Des Weiteren entstehen Kosten durch die Grunderwerbsteuer in Deutschland. Grundsätzlich ist jeder Kauf grunderwerbsteuerpflichtig. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. In Berlin und Brandenburg sind es beispielsweise 6%. In NRW gibt es Spitzenwerte bis zu 6,5%, die aber für uns im Raum Berlin weiter uninteressant sein müssten. Des Weiteren ist die Grunderwerbsteuer Teil der Unbedenklichkeitsbescheinigung, denn nach einer gezahlten Grunderwerbsteuer erhält man diese. Ganz oft vergessen Eigentümer auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, beziehungsweise die Erwerber des Objektes vergessen diesen Aspekt, nämlich dass das gekaufte Objekt natürlich auch instand gehalten werden muss. Sprich, es müssen Sanierungen, Modernisierungen und so weiter gemacht werden. Das bedeutet dann natürlich auch noch monatliche bzw. jährlich anfallende Kosten, die auch mit in den Kaufpreis bzw. mit in die Kosten, die entstehen, wenn man eine Immobilie erwirbt, einrechnen muss. Je nachdem, ob es Altbau oder Neubau ist, gibt es da einen Richtwert von etwa 50 Cent pro Quadratmeter Neubau bzw. 1 Euro pro Quadratmeter Altbau, der monatlich zurückgelegt werden sollte. Sinnvoll ist das Ganze natürlich, um den Wert zu erhalten, denn Sie wollen natürlich, dass die Immobilie ihren Wert steigert und nicht noch verringert, weil sie vollständig verkommen ist. Ja, das Ganze ist meistens monatlich zu entrichten, wird in die Instandhaltungskosten der Hausverwaltung bzw. in die zu verwaltende Kasse eingerechnet und ist insofern auch ein sehr wichtiger Kostenfaktor. Zuletzt schauen wir uns einen Kostenfaktor an, der sehr selten entsteht. Trotzdem sollte man ihn mit einbeziehen, denn besonders bei Immobilien, die einen sehr hohen Wert haben, ist es wichtig, dass man sich noch vor dem Kauf noch einmal ein Objektgutachten erstellen lässt, welches beispielsweise über die Verkehrswertermittlung einen relativ belastbaren Wert liefern soll, einfach um sich abzusichern, dass man dort in die Immobilie nicht eventuell viel zu viel Geld investiert. Sollte es eventuell gemacht werden, allerdings nur unter den Umständen, dass Sie Zweifel an der vorherigen Bewertung des Maklers bzw. des Verkäufers haben. Kommen wir nun einmal zum Beispiel. Wir sehen hier eine Immobilie, eine Eigentumswohnung, die zu einem Kaufpreis von 100.000 Euro erworben werden soll. Hinzu kommen Gutachtenkosten, eventuelle Gutachtenkosten in Höhe von 350 bis 450 Euro, die auch nach der Gebührenverordnung je nach Kaufpreis, je nach Immobilienwert ermittelt werden. Hinzu kommt eine Courtage, 3.750 Euro. Das sind die 3,57% bei geteilter Käufer- und Verkäuferprovision. Bedeutet, dass die halbe Provision von dem Käufer bzw. Verkäufer einfach zu tragen ist. Hinzu kommen Kreditkosten, diese sind allerdings kumuliert, sprich Tilgung und Zins sind inbegriffen, sowie Agio und Disagio, die jetzt allerdings bei diesem Kredit nicht anfallen. Wir gehen von einem Sollzinssatz von etwa 1,19% aus und von einer Laufzeit von 20 Jahren, in der etwa 12.000 Euro Kreditkosten entstehen, sprich bei einer Kreditaufnahme von 100.000 Euro sind etwa 112.000 Euro zurückzuzahlen. Ja, des Weiteren haben wir dann die Notarkosten von 1.500 Euro, die wir der Gebührentabelle entnehmen. Hinzu kommt die Grunderwerbsteuer von 6%, 100.000 Euro Kaufpreis, 6%, 6.000 Euro und die Instandhaltungskosten, die jährlich wie sich bei einem Altbau jetzt auf 420 Euro belaufen. Insgesamt sehen wir dann, dass zu einem Kaufpreis von 100.000 noch weitere 23.940 Euro hinzukommen. Das heißt, wir kommen auf einen tatsächlichen Kaufpreis von 123.490 Euro. Das Ganze zeigt, dass wir in etwa ein Viertel des Kaufpreises noch einmal obendrauf schlagen müssen, um tatsächlich am Ende nicht mit einer zu geringen Differenz dort stehen, denn Sie müssen immer einen bestimmten Puffer einrechnen. Das ist in etwa der Puffer, der minimal vorhanden sein sollte, um eine Immobilie für etwa 100.000 Euro zu erwerben. Diese ganzen Berechnungen lassen sich relativ komplex errechnen. Das sollten Sie am besten von einem Fachmann machen lassen, wenn Sie nicht selbst versiert in diesem Thema sind, denn die Sicherheit und die gesetzlichen Regelungen sind diesem mit Sicherheit besser vertraut. Gerne können Sie diese auch bei uns kostenlos machen lassen. Wir stehen Ihnen da gerne zur Verfügung, sind gerne immer zu den Sprechzeiten erreichbar. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr RE/MAX Classic Berlin Team.